Moin oder was und herzlich willkommen zum neuen Video. Wunderschönes Wetter hier in Mülheim. Aber im Horizont höre ich jetzt schon donnern und knistern. Da kommt Unwetter. Oh! Moin oder was und willkommen zum neuen Video. Oh, das Gewitter ist real hier in Mülheim an der Ruhr. Heute befinden wir uns im Mülheim Stierum. Hier ist ein komplett neues Areal entstanden. Hier gibt es Calisthenics Parks, hier gibt es Fußballplätze, Ninja Warrior Parcours, Beachvolleyballplätze und natürlich auch ein Parcourspark, ist ja klar. Und wir inspizieren das ganze Teil jetzt mal, deswegen rein in das Edit. Also das ist ein Take. Ja, sehr. Wir sind am nächsten Spot. Guten Hunger. Dankeschön. Erste Session haben wir hinter uns. Der Tag ist schon vorangeschritten. Erster Ultramarathon auch absolviert. Einige Kalorien verbrannt. Gut, dass wir im heutigen Video wieder mit Y-Food kooperieren. Ihr kennt es. Eine absolut geile Trinkmahlzeit. Da einmal auf Milchbasis. Und auch die vegane Basis am Start. 500 Kilokalorien und verdammt lecker. Unser neuesten gibt es jetzt auch Instant-Gerichte von Y-Food. Richtig geil. Einfach Wasser drauf kippen und genießen. Mit dem Code Schlappen10 spart ihr 10% auf jede Bestellung. Ja, und was wollen wir mehr? In dem Sinne geht's rein in die Session wieder. So, ihr habt es vorhin gesehen, Dwayne hat den Front hier gerade schon rüber gemacht. Und für mich ist es heute auch mal wieder an Zeit, einen ordentlichen Front reinzuballern. Ungefähr, wie hoch ist das Viech? Wie? 4 Meter. Ja, könnten 4 Meter sein. Werden den Boden jetzt ein bisschen weich machen. Und dann traue ich mir den eigentlich wieder zu, nach letzter Woche in Bochum, den Kleinen. Glaube ich, ist das wieder drin. Ich denke auch. Und ich mache den, glaube ich, auch nochmal mit aus Spaß. Ja, Dwayne geht das Ganze mal eben auflockern für mich und nimmt mich dementsprechend nochmal hoch, ey, verdammt. Ja, ja. Ah, geht kaputt. Hier. Ich mache dir Sand jetzt hier unten weich. So, Landung optimal weich gemacht, schön hüftkonform, bin hyped. Der Session gerade war gut, das heißt, erster Front seit langer, langer Zeit. Hoffe, das geht gut, wenn ja, dann fresse ich den Hut oder so. Kurze Erklärung zu mir, ich habe mir beim letzten Vlog, als Jasper mich am Auto hinterhergezogen hat, hier der Clip. Was? Ja, wie ihr seht, habe ich mich aufs Maul gelegt, meine Hand ist komplett dick, ich kann die kaum bewegen, deswegen muss ich gerade bei den Lines auch schon ein bisschen aufpassen. Ja, da wird sie reingeschmissen, da wird sich halt nie auf die Rolle konzentriert. Scheiß drauf, komm, weiter. Ready? Ja. 1, 2, 1, go. Oh, sah sehr solide aus. Etta hat hier, als der Park eröffnet wurde, auch schon eine Madness abgeliefert. Die können wir auch mal eben einfügen. Komm. Yes! Woohoo! Yes! Ah, Jan braucht ein bisschen länger für das Ganze, ne? Jan springt erstmal von der Hälfte, ne? Ja, Alter, wissen wir alle warum. Ja, ja. Ui. Beeindruckend. Ja, mach krass, ne? Hier, Wasser. Also die Rolle war mehr als unnötig, den hättest du auch stompen können. Aber ich glaube, bei Jan wird es auch nicht besser aussehen. Alter, das ist ein richtig komisches Gefühl, weil der im Vergleich zu anderen Fronts so lächerlich ist. Aber jetzt gerade so geisteskrank hoch aussieht nach 8 Monaten. Aber rein da. Okay. 3, 2, 1. Komm. Oh. Oh.
Alter, Verlackes. Das war wild. Junge, einfach mal kurz in Front gezimmert hier, oder was? Das war eine spannende Landung, ey. Irgendwie wollte ich nur auf links landen und dann so leicht gestormt und in die obligatorische Rolle rein, aber bin hype. Kriegst eine Faust. Hey, danke, Mann. Freut mich. Ich brauche noch einen eigentlich. Aber eigentlich auch dumm. Nee, noch einen. So eine geile Argumentation habt ihr selten gesehen, oder? So, jetzt noch einen für den Spaßfaktor. 3, 2, 1, rein, Holger, Opa. Hüftig stabil da. Scheißegal, Manpower nächste Woche. Und damit geht's jetzt in Minitramp-Edit. So, wir sind raus aus dem Action-Edit und haben uns hier was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar seht ihr hier schön das altbekannte Bügelbrett. Jasper zu dem Apfel hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, da jetzt drauf zu flippen. Ja, also mal gucken, was ich mache, aber ich werde auf jeden Fall drauf landen im Bestfall. Und im allerbesten Fall geht das gesamte Ding kaputt und spießt Jasper irgendwo mit so einem Stab auf. Dann wäre das Geilste, was passieren könnte, und wir hätten ein geiles Thumbnail und Titel, also rein da. Aufgrund meines kaputten Fußes kann ich nicht allzu viel machen heute. Und deswegen wird das auch mein erster Sprung heute des Tages sein. Ja, Sideflip, Side Pre auf das Ding, auf das Bügeleisen. Wird Spaß machen, denke ich. Das war ja legendär spektakulär. Das war ja geil. Zumindest etwas Stimmung hat die Nummer gebracht. Das war ja mies spektakulär, Alter. Das hat wehgetan. Ach komm, das geht nochmal. Beim nächsten Mal wird einfach mit dem gesamten Körper draufgeknallt. Also nachdem bei Jasper das Ganze nur so semi-geil war, weil wir aber auch nicht groß drüber nachgedacht haben, hätte man sich denken können, damit Füßen nicht viel passiert, springe ich jetzt einfach mit dem Bauch da drauf. Und irgendwie habe ich da mies Bock drauf. Ja, finde ich auch geil, aber auch Bock zu gucken. Schlangenmann, Dwayne, Mann, Alter. Ich hab so keinen Bock da drauf. Oh, aufwärme, du lädst dich auf und jetzt gleich mit voller Speed, Digga. Ja! Digga, mein Ellbogen war zwischen Bügelbrett und Sand, ne? Er ist so eingeklemmt worden. Alter Bär, also das war Wahnsinn. Wie war das? Richtig geil. Das tat der Gehirnerschütterung gar nicht gut. Das war auch mein Gedankengang, also noch geiler dann auch. So, neue Location, neues Glück. Hier vorne ist das Essener Messegelände. Da läuft gerade die größte Pferdemesse der Welt. Da finden wir alle ganz lustig. Und unser Plan ist es, mich hier kopfüber an diese Brücke zu hängen, so dass ich hier durch die Gegend taumle. Wir haben ein paar Utensilien mit, das Seil, was ganz wichtig ist, ein paar Eier, ein paar Wurfgeschosse, die die Leute, die hier auf dieser hochfrequentierten Fahrradtrasse herlaufen, mich abwerfen können. Schauen wir jetzt erstmal, wie wir mich da irgendwie befestigen. Dafür gibt es noch keinen Plan und hoffen, dass die Pferdemädchen und Pferdejungen und Pferdezwitter mich auch dementsprechend abwerfen werden. Dwayne steht oben auf der Brücke, ich schmeiß ihm jetzt mal das Seil hoch und dann gucken wir mal, wie wir Jan da befestigen. Also so ein Plan wurde mehr oder weniger ausgetüftelt. Jan hat hier einen Schlupf um die Füße, das Seil hier dran und damit geht's gleich hoch auf die Brücke. Dementsprechend wird Jan dann kopfüber da dran hängen. Alter, das ist so sketchy, ne? Keiner von uns kann einen gescheiten Knoten, nix. Ich weiß, wie das geht. Also. Kennt ihr den Spruch von den Eltern? Wenn er sich an der Brücke hängen würde, würdest du das auch machen? Ist wirklich. Ja. Also eigentlich sollte es halten.
Eigentlich sollte es halten. Jan liegt bereit und wartet. Das Seil geht oben über das Geländer rüber, weil das sonst zu an der Kante hier schleift. Ja, erstmal probieren wir. Wir brauchen eine scheiß Umlenkung. Deine Beine gehen nicht mal im Ansatz so wirklich hoch. Oh, nee. Das ist völlig unmöglich. Das oh. So ja, er läuft wohl irgendwie doch nicht so wie geplant. Scheiße. Alter, ich habe keine Macht über mich. Dann mach den Reiz doch raus. Oder? Ach so, da tut sich was. Jetzt muss festknoten. Kannst du mir helfen? Ey, da tut so viele Füße. Also, Jan, nee. Ey, das ist so scheiße hier. Das klappt doch. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, auch nicht. Boah, alter Bärnapp. Ich kann nicht mehr. Ja, auch nicht. Also wir testen gerade übrigens, wie lange der überlebt in der Position. Wie lange wird der hin, der Arm? Ja, so ein Monat. Hey Jungs, ich kann nicht mehr. Ich darf wirklich nicht lachen, während ich da bin oder schreien. Und wenn mir da gleich einer was in die Eier wirft und ich nicht schreien, Alter, wenn ich einmal schreie, dann ist Kopf vorbei, dann explodiert er. Hallo, ich bin ein Alien. Jetzt wisst ihr, ich bin es und ich werde mich da gleich hinhängen, weil nur Aliens hängen bekanntlicherweise kopfüber über einer Fahrradtrasse. Ja, was sonst noch mit mir passiert, das sehen wir, glaube ich, gleich einfach, wenn da noch losgeht im Streifgang. Das sieht aus wie ein Alien mit Down-Syndrom. Moin. Moin. Ich habe einen längeren als der. Ja, ich mach's halt alles hier. Also nach gefühlten 16 Stunden haben wir es endlich geschafft. Meine Füße tun so weh. Kann ich vielleicht einen Wurf auf ihn verüben? Das ist ja jetzt schon Flop. Ja, der ist schon ganz grün im Gesicht. Also wir haben ja eigentlich Eier parat. Die würde man dann so nehmen. Und dann wird man halt daneben werfen. Also irgendwie will keine Eier werfen. Also dann nimmt man sich hier so ein Ei. Dann zieht man. Oh, und dann prallt er einfach ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich sag, ich kann. Au! Ich kann Ellie überhaupt nicht mehr. Guten Tag, die Damen. Wollen Sie ein Ei auf den jungen Herrn werfen? Der arme Mann. Ach, der macht das freiwillig. Und die macht das auch freiwillig. Ey, ich fühle mich als aber nichts. Ja, ein bisschen Kopf, oder? Ach, wer wollen will. Auf A, auf Kopf. Ah, scheiße. Boah, das war knapp, ja. Okay, Männer. Oh. Ja, gut. Ich muss hier runter, ich kann überhaupt nicht mehr. So, nach dem ersten Versuch hänge mich da jetzt nochmal viel höher. Schön mit dir hin, die anderen verbissen sich und dann taumeln die einfach mal ganz geisterseelen alleine, wie er da ist, alleine hier über die Fahrradtrasse. Also schöne Gesichter hat es schon gegeben bisher, aber jetzt hoffe ich mir noch geilere. Also, viel Spaß. Damit abwerfen, wenn ihr wollt. Nein. Klar. Also, Junggesellenabschied? Nee, nee. Hi. Aus meiner Richtung sah das aus, als hättest du den Daumen nach unten gegeben. Hi. Ja, alles gut. Dann macht ihr auch Spaß hier. Moin. Hi. Alles fit? Ja, bei dir? Ja, soweit so gut, ne? Also, irgendwie ist das eine blöde Situation, in der ihr gefahren bin. Nur ein bisschen, hast du aber selber gemacht, oder? Ich hab hier gar nichts selber gemacht. Nicht? Was denn? Weiß auch nicht. Meine Freunde haben mich so angezogen und dann vorhin die Aufgaben. Ich hänge schon eine Weile. Ja, wie lange hängst du denn schon so weit? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Ja, mit dem einen heiratest du oder was? Nee, niemals. Einer von euch, ein High Five? Oh, Alter. Ich hab von euch noch einer für die andere Richtung eingehen. Ja. Boah, das ist ein wildes Feeling. Stopp, Männer! Stopp! Alter Lachs, da drehen, dann ist ja richtig wild, ey. Ich glaube, damit geht es ins Outro, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Outro! So. Tonight we are sleeping in the middle of the desert. In Kings Canyon. And 8 of us are sleeping in a swag. Swag! Flex! Skifty! Wenn ihr hört! Weg! Weg! Oh, geil!
ich box nicht, ich sehe nichts, ich box nicht. Die hat gerührt, ey! Ey, Mädels, bleibt da! Ey! Ah, okay. Die hat gerührt, Feier!